vorbei an den Gürteltieren und Wasserdrachen und Riesenechsen. Klaus Teddy saß im Korb und döste vor sich hin. Annabella und Hanni und Nanni waren in den Schlaf geschaukelt worden. Leo und Lila saßen im Rucksack und guckten Stefan über die Schulter. »Hier möchte ich immer bleiben«, dachte Klaus Teddy. »Wenn Leo unbedingt Leonowitsch heißen will und wenn er meint, er müsste diesen lächerlichen Hut tragen und Zigarren kauen, soll er doch. Und wenn er diese Lila liebt. Und schließlich habe ich ja eine große, starke Verwandtschaft hier. Diese Bären, dachte er und war eingeschlafen.«